Assalamualaikum, Bruder. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bruder, wie geht's dir? Oh, was haben wir heute alles hier, Bruder? Einen Burger gibt's hier. Oh, oh. Mit allem, was das Herz begehrt. Sehr stark, mein Bruder. Die schönen Röstchen. Ah, boah. Ja, ja. Alles made by? Bei Neuhaus. Bei, ey. Ey, Bruder. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bruder. Ich bin Hesse Schimmisch. Schau. Du rechts. Also, im Herzen aber auch. Ich hab's Bruder. Ey, Bruder. Ich weiß, Bruder. Nein, Masha Allah. Assalamualaikum. Wie geht's, Mutter? Hey, Mutter. Ja, die Mutter sagt schon, wie ich drauf sein, Fußball findet. Herz. 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 Was hast du entdeckt? Die Katze. Was ist mit dir? Sie macht was. Ich weiß nicht, was ihre Mission ist. Ihre Mission? Was ist ihre Mission? Ich weiß es nicht. Die Entsäuberung-Mission? Ja. Mashallah. Was würdest du ihr für einen Namen geben? Namen? Ja. Naruto. Naruto, hey. My man. Haben die da einen Tisch? Das Video wird direkt, geht direkt an die Polizei. Wir sind beide gebrochen. Ich spüre kein Tap. Guck mal da, meine Mutter immer, wenn die mich so gesehen hat, hat die mir direkt einen auf die Hand gehauen, weil die wusste, dass ich mit meinen Fingern da bin. Die eine hat keinen Bock mehr, die ist am Stromkasten. Das ist der Katzenparadies hier. Ja, der Kölnbier ist so süß, ne? Es geht ab, George. Gerade in der Rotorn-Kicke. Wie heißt der? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die eine ist. Gib ihm einen Namen. Du wirst der Nächste sein. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Was laufen hier für Geschäfte? Ja, mein Bruder. Komm, hier mal dahin. Leute, auf jeden Fall Mashallah sagen. Ich weiß ganz genau, in was für eine Richtung das hier jetzt hier geht. Alles nur selber, diese verwöhnte Regel. Alles halal. Alles halal? Alles richtig. Ja. Auf die Halal-Vase. Ali Khan, mein Bruder. Mann, brav. Er hat keinen Bock auf mich. Der war hinten. Der Jungs, Alter. Lass mal bitte. Geh mal mit weißer Schuhe. Ich glaube, das ist hinten. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Guck mal, wie süß die ist. Also, die Katze heißt Weiß, weil die weiß ist. Was geht Weiß? Guck mal, die Pfötchen. Ihm geht's ja richtig gut. Mhm. Ich dachte am Anfang, er hat einen schlechten Tag. Weil er die ganze Zeit alleine war. Ist das in Gesellschaft geleistet, wa? Ja. Auf die Gesellschaft. Er hat die ganze Zeit keine Lust. Er war einfach die ganze Zeit alleine da am Chillen. Jetzt ist er aber nicht mehr alleine. Ja. Weil ich lasse ihn niemals alleine. Ich hatte ihn. Er hat doch keinen Bock. Wie schnell. Er hat doch keinen Bock mehr. Wie war das Essen heute, Junge? Und der andere war auch mit Proviant gefüllt. Und ich dachte, der wäre mit Proviant gefüllt. Ja, das hat er so fies. Und dann habe ich mein Proviant gegessen. Das Essen war sehr lecker. Ja, schön gegessen, jetzt gechillt, schon was zum Streicheln hier. Was will man mehr? Ja. Ah, ja. Richtig.
Oder nicht? Oh, ich muss jetzt nicht am Schraten, Bruder. Oder Hunde. Der hat richtig Angst. Pass die Katze nicht an. Hör auf, die Katze zu finden. Süß, schaust du auch Naruto? Ja, natürlich. Bist du aktuell? Es gibt mir eine Feuerfaust. Ist in meinen Händen eingeschlafen. Wow. Ich bin kuschelt. Ja, schon mal. Rote Faust. Das wird ein Reality-Star. Runter, genieße es nochmal. Ah, willst du das? Schau. Nur dir reicht das. Du hast ein Monster auf mir erschaffen, Bruder. Boah, meine Kinder werden nur leid. Ich lass dir die Katze auf die Schuhe. Ja, chill, Bruder. Und das meinte ich ernst. Danke schön, mein Bruder. Danke, bitte. Top 10, mein Bruder. Du weißt? Schau mal, danke. Kommt, kommt. Was ist passiert? Eis. Oh. Für 2 Liegestütze hat sich das gelohnt. Das hat sich Tobidis gelohnt. Und was ist dein nächstes Ziel? Für gar nichts. Einfach Eis nehmen. Klauen. Komm mit! Was ist dein Ziel, Jochen? Was ist dein Ziel? Was ist gerade dein Ziel? Schweife. Ein Tor noch? Nein, das ist nur ein Tor. Das ist aber mit ohne Auto kann man. Man kann schon Auto im Tor rein, aber man kann zu Fuß nicht das Tor. Man kann es auch rein. Was geht ab, Jungs? Bruder, du kannst die Kamera langsam wegkommen. Wer redest du mit der Kamera, Mann? Hast du keinen Respekt mehr, was? Du redest mit dem Kameramann. Ich bin auf die Kamera fahren. Du musst immer so aufnehmen, auf Bild gucken, wie die gerade am besten aussehen. Weißt du, du kannst ja einmal abgenommen, mein Job haben, von eben so. Ich hab das erstmal. Der hat kurz krank, der zittert. Ja. Ich wollte keinen Namen jetzt nennen, dass ihr aussieht, ja. Was gibt's mir noch für Tipps für Kamera, Bruder? Was geht, Bruder? Sag mal, you like the move, like Jagger. Was? You like? Deine Eier hat the moves like Jagger. Nein, you like. You like? Der verschmackt! Was? Sag Schmack! Schmack! Warte, ja, ey, jetzt an die Zuschauer, falls ihr sehen sollt, wie von 10 bis 1 Milliarde, wie gut dran war das? Warte, warte auf die Antwort. Wir üben hier links ein, vier diese Antworten. Mhm. Sehr provokant, extrem provokant, todesprovokant. Hier, ja. Da und hier. Maximum provokant, warte kurz. Joran, beantwort die Frage. Warte, nochmal zur Wiederholung. Joran, du musst den Tanz nochmal zeigen. Jo, in die Galerie, zeig mal den Tanz. Du bist doch kein Kind. Jo, zeig den Tanz nochmal. Echt? Also gut, danke. Hey. Dann wir auch diesen provokanten Tanz hier gemacht. Das war kein Tanz. Hey. Hey. Guck mal, was ist? So, Crips in the house, man. You know what it is. Wir haben Scheiß, Alter. Wir haben Schoko-Eis hier. Ihr wisst genau, wie hart der Job ist. Surf Grips in the house. Hey, wenn du jetzt mal auf Müll machst, ne? Was, Deutsch? Warte, lass mir Tipp geben von jemandem, der noch nie Haare geschnitten hat, der absolut keinen Plan hat. Und der Eis im Mund dabei. Bruder, wenn du jetzt mal Seiten auf Null machst, guck mal so mit. Regentropfen von. Nein. Guck mal, warte mal bitte, nimm ihn mal auf, ich will deine scheiß Tipps, die absolut keinen Sinn machen. Wenn du nächstes Mal Seiten auf Null machst, mach Übergang nicht. Warte doch kurz, hör doch zu. Tagelange. Ich hab den ja gemacht, den Übergang, deshalb werde ich darauf hören. Zu viel Sorgen geschenkt, offenbar. Ich soll es mit der Wein, weil ich habe wieder das Urteil. Du hast mich verraten, dachte, wir gehen beide zu zweit. Jetzt fragst du. Das sieht viel heftiger bei dir aus. Weißt du, der genießt hat so richtig. Überall Spucke. Weißt du, was ist das? Richtig dreckig genießt, ne? Guck ihn alle an. Meint er mich, ist zu ihm. Gute Besserung. Guckt er richtig schmierig, meint er. Bitteschön. Guckt die Lehrerin an die ganze Zeit. Macht er so richtig. Guckt der Lehrer an. Meint der guckt die ganze Richtung, okay, dann meint der, was denn? Meint die raus! Lüftet ihn raus, ne? Die Moral dieser Geschichte? Die Moral der Geschichte ist, desto ernster wird, desto weniger wird man ernst genommen. Genau das. Ey, zurück. Was ist?